versteckten Plätze schon wieder. Hier steckst du. Lass Plätze in Ruhe. Finger weg von Plätze. Das ist wahr. Mal schnell ein Brot essen. Ab durchs dunkle Moor. Das dunkle Moor kommen wir erst später. Da haben wir ja hier. Das haben wir ja für den Baron nochmal. Okay, Plätze backt ein bisschen rum. Ich muss wieder ein bisschen schwimmen. Hätte ja sein können, dass wir hier was finden. Das ist wahrscheinlich nur ein Ertrunkener. Fischchen gibt es hier. Habe ich das Schwimmen halt ein bisschen spannender gemacht. Aha, hier wohnt er also. Graham, lass mich rein! Ich hab gesagt, ich will niemanden sehen. Aber du musst. Lass mich in Ruhe. Warum läufst du mir nach? Ich hab mich nur gefragt, was du von ihm willst, von Graham. Ich? Nichts. Seine Mutter macht sich Sorgen um ihn. Hat sich in seiner Hütte verkrochen, seit er von der Insel zurück ist. Redet mit keinem. Liebeskummer. Mit mir wird er reden. Hat ihm wohl den Verstand geraubt. Leute! Leute! Ach du Scheiße. Nach oben nach. Faustkampf im Wasser. Das wird nix. Im Ernst, Geralt? Faustkampf. Natürlich kann ich nicht meditieren, natürlich. Ich will reden. Bist du Hauptmann? Ich hab hier. Wer bist du? Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Ich will mit dir über Annabel reden. Annabel? Was kannst du schon von ihr wissen? Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabel ist tot, hat Gift getrunken. Und ich... Ich konnte sie nicht retten. Du kannst ihre Seele retten. Hast du sie geliebt? Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hatte ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, die sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber.
um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich... Ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen könnten. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle... Sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift genommen. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen. Sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst, sie war die ganze Zeit am Leben? Aber unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich hab sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen! Ich hätte nie gedacht. Annabelle braucht dich. Ihre Seele wird nur Frieden finden, wenn du ihr hilfst. Aber was kann ich denn tun? Es ist zu spät. Begrabe ihre Gebeine. Annabelle sollte von ihrer großen Liebe zur Ruhe gebettet werden. Nur so kann der Fluch gebrochen werden. Das sind ihre Gebeine? Ja. Gib sie mir. Und lass mich allein. Insofern begräbt sie. Sagt Kira, dass du den Fluch der Reuinsel gebrochen hast. Er zittert. Vertrauer. Ah, jetzt können wir nicht mehr angreifen. Na bitte. Sieht nach Regen aus. In den Morgenstunden reißt es sich am besten. Was willst du? Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Ja. Plätze. Langsam. So, auf zu Kira. Beenden wir die Quest. Okay, hier gibt's was. Allgott hat 6 Ferkel verloren. Du hast nicht mal ein einziges mickriges Ferkel. Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen. Mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert.
Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen: Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Ja. Das ist weit weg. Skiras Ding. Ja, so weit ist das nicht. Komplett zu reiten mal kurz. Reiten mal kurz langsam, lieber. Langsam. Die Zeit muss sein. Nicht so schnell, Plätze. Also hier waren wir doch. Los, lauf! Das war doch die Idee, die Sache mit dem Fischer. Das hatten wir. Von den Altar müssen wir uns stellen und jemand eine Illusion geschaffen. Gibt's was Neues? Bis dann. Das Auge von Nehalini. Ich sollte es benutzen. Nehmen wir uns vielleicht für später auf, oder? Sachen. Okay, bei den Questen wollen wir mal nachgucken. Ich finde heraus, was ich zugetragen hat, sagt Kira. Okay. Schneller. Zwei verschiedene Sachen. Das eine haben wir doch schon noch herausgefunden. Oder nicht? Wort. Die Steuerung von Plätze war auch gerade irgendwie ein bisschen. Ein bisschen seltsam. Ich würde sagen, erstmal zu Kira. Wenn es sein muss, gehen wir dann nochmal zurück. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Das hast du bis jetzt für dich behalten? Warum? Ich habe dir einen Xenogloss gegeben, aber der Fluch, wo kam er her? Der Fluch hing am Geist von Annabel, der Tochter des Adligen. Um sie und die Insel zu befreien, musste Graham, ihr Geliebter, mir helfen. Also ist es gut ausgegangen? Ich denke schon. Graham musste nur ihre Gebeine begraben. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Mhm. Eine Sache beschäftigt mich. Welche?
Annabelle sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Katriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Epidemiologe. Es ist alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen. Aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Wir müssen eh gleich in Richtung Novigrad. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Turm voller Ratten. Ist abgeschlossen. Besuch Tristan im Haus in Novigrad. Er führt momentan erst nach Novigrad. Mit dem Jäger namens Nielen, das war doch jetzt die Quest, die wir machen wollten. Das sehen wir uns auch noch ein bisschen auf. Ich würde sagen, bei der Hauptquest machen wir jetzt noch weiter. Ne, Nebenquest war das. Repariere alle Schreine. Hier trifft den Baron Niederwürr. Das ist unsere nächste Quest, würde ich sagen. Und die werde ich nicht mehr heute machen. Der Weideler bittet den Hexer um einen Dienst. Oh. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weideler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge. Der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe verhehlt. Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben. Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest da. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Nicht schon wieder. Dort treffen wir uns, im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Gut, dann machen wir das zuerst. Das Ahnenfest. Und danach. Dann machen wir morgen. Eigentlich morgen, aber am nächsten Stream erstmal das Ahnenfest, die Ahnenfest-Quest. Hier machen wir damit weiter und danach gehen wir hier in den Sumpf und bekämpfen mal ein paar Hexen. Und wenn wir dann Level 10 sind, würde ich sagen, können wir mal langsam Richtung Novigrad aufbrechen. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens.
Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. So schaut's aus. Eine kleine Rückblende an der Hauptstory. Jetzt beschäftigen wir uns noch mit der Zwischenquest, mit der Sidequest vom Weidler. Und danach schauen wir uns mal die. Ist ja eigentlich auch eine Sidequest. Die sagt, die wird jetzt noch einen Sumpf machen, ist auch noch eine Sidequest. Oder wann auch noch. Und dann, wenn wir Level 10 sind, habe ich gesagt, dann machen wir uns Richtung Novigrad auf. Der Weidler, da steht der Repeter. Wo wir ein neues Silberschwert herkriegen, das frage ich mich auch noch. Aber gut, machen wir erstmal das. Mach mal Pause. Ah, okay. Habe ich gemacht. Ist eine Weile her, seit dem letzten Stream. Mach langsam. Wir haben ordentlich Pause gemacht. Auf zum Steinkreis in der Reuseninsel. Okay, jetzt backt ein bisschen fest hier. Dann wollen wir mal ein bisschen vorlaufen. Gehen wir halt zu Fuß. Eine Strecke. Okay. Jetzt habe ich das Zeichen gemacht. Magischlampe. Igni brauchen wir am ehesten. Plötzlich wollte ich rufen. Langsamer. In die Richtung. Komm schon. So ist gut. In die Richtung, ich bin nicht sicher. So ist gut. Tu jetzt mal auf die Karte gucken. Hier müssen wir hin. Dann können wir den Hinweis hier wieder entfernen. Hier. Haben wir ja schon Hinweis. Lauf, Plätze. Dann einfach dem orangenen Pfeil hinterher. Machen wir das so. Ja, hier geht's wieder hier. Üble Kreaturen. Die uns was wollen. Ich schwimme mal in die Richtung Steinkreis. Und dann kommt Plätze. Und lernt mal hier ein bisschen in die Richtung. Und waren wieder Gegner. Oh, ja, hier schnell dran vorbei. Lass uns hier aufhalten. Wir müssen mal wieder weiter. Ah, der Turm. Ja, ich weiß. Da hatten wir die einen Sidequests. Der Turm war auf der Insel. Und das dort hinten ist durch den Baum, gegen den wir mal gekämpft haben. Das war die Werwolfs-Quest dort auf dem Baum. Mit dem Herz des Baumes und so. Ja, das hatten wir. Alles hier. In der Gegend. So, das müsste doch schon ein Steinkreis sein. Es wird dunkel. Obwohl wir mitten am Tag haben.
Oha, was ist denn hier los? Was für eine Dämonenzeremonie findet hier statt? Okay, um Mitternacht hieß es. Das kann ja nur schief gehen. Gut, dass unser Schwert kaputt ist. Und das ist wieder so ein Monster, was wir nicht besiegen können. Mit kaputtem Schwert. Was geschieht hier? Hier ist das Wild. Eine flüchtige Wahl. Wie der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Sei gegrüßt. Gerade rechtzeitig. Gute Leute, seht, wer uns beschützen wird. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Beschützen? Wovor? Bald rufen wir die wandernden Seelen. Einigen von ihnen kann geholfen werden. Vor ihnen musst du uns beschützen. Halte böse Kreaturen fern, so lange, bis das Ritual beendet ist. Das kann ja nur in die Hose gehen. Fang an. Beschütze uns vor allem Bösen und verhindere, dass der Kreis gestört wird. Silberschwert ist quasi nicht gebrauchbar. Was bedeutet dies Leben? Ihr wisst es wohl. Eine flüchtige Qual, in der Tod uns holt. Was kommt dann, wenn das Leben entgleitet? Der Mensch über sein eigenes Schicksal entscheidet. Ach du Schande. Kommen Sie, die wir begraben. Sie werden erzählen von all ihren Plagen. Sprecht ihr diese Seelen frei? Was bin ich sehend und hörend? Lass das Ahnenfest beginnen. Ja. Ertrunkene. Ja, ein paar Ertrunkene werde ich wohl wahrscheinlich noch hinkriegen. Ja, das Wasserweib, nein. Das Wasserweib habe ich nicht zum ersten Mal verloren. Ah, war's das schon? Hört ein Geräusch! Wer's gedacht? Ein Geist durchbricht die Stille der Nacht. Verbrennt den Weihrauch, lieb und teuer! Geist, komm heran zu uns ans Feuer! Geist, sprich! Es ist Zeit ja. zu entscheiden! Erzähl uns nun von all deinen Leiden! Oha. Soll ich ihn fortjagen? Nein. Ich bin da, um dich zu holen, Vatermörder. Fort mit dir, böser Geist. Ich verjage dich mit dem Licht des ewigen Feuers. Welche Abscheulichkeit! Sofort aufhören! Die verlorenen Seelen! Wir müssen ihnen helfen! Ruhe! Ich dulde keine Nekromantie! Soll ich die beseitigen? Geht jetzt. Ihr stört das Ritual. Das ist schwarze Magie. Diese Leute stören die Toten. Das können und werden wir nicht erlauben. Ihr wisst nichts über ihre Bräuche. Schnappt ihn euch und vertreibt die anderen. Oh nein. Gute Leute! Ist uns Hexen. Oh nein. Wir sind so am Arsch. Alles ist still. Nirgends mehr Funken. Quinn. Okay, einen haben wir. Das ist eine schlimme Sache. Wehe uns! Blut hat den heiligen Boden befleckt. Aber wir können es nicht abbrechen.
Wenn du fortfahren möchtest, bin ich bereit. Gute Leute, wir müssen das Ahnenfest zu Ende bringen. Macht euch bereit!